Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen. Wir sind hier heute Abend in Galgenen im schönen Kanton Schwyz angekommen. Und große Freude, große Ehre für den Solar Butterfly. Wir haben drei Regierungsräte hier bei uns aus den Nachbarkantonen hier im Solar Butterfly für eine kleine Diskussionsrunde. Ich begrüße ganz herzlich Susanne Hartmann. Sie ist Umweltdirektorin, Energiedirektorin aus dem Kanton St. Gallen. Sandro Patierno, Energiedirektor aus dem Kanton Schwyz. Und Caspar Becker, Energiedirektor aus dem Kanton Glarus. Und ich möchte gerne von meinen Gästen heute wissen, was machen diese Kantone eigentlich, um die erneuerbaren Energien, Heizungen und so weiter zu unterstützen? Kriegt man Fördergelder, kriegt man Unterstützung von diesen Kantonen? Diese Frage möchte ich gerne Susanne Hartmann stellen. Susanne, wie sieht es bei euch aus im Kanton St. Gallen in Sachen Heizungen? In Sachen Heizungen, wir subventionieren Heizungsersätze, wenn sie mit erneuerbaren Energien gespeichert werden. Wir sind da sehr relativ großzügig, wir zahlen 6.000 Franken pro Heizungsersatz. Ja. Und es läuft relativ gut, wir spüren aber jetzt auch die Lieferkette, dass diese nicht mehr so läuft wie halt vor zwei, drei Jahren. Sehr schön. Und bei euch in Kanton Schwyz, Sandro? Ja, wir sind genau gleich unterwegs in der Kanton St. Gallen. Wir haben 9,5 Millionen Franken Budget. Und wir haben rund 1000 Besucher gehabt im Jahr 2021. Und wir sind sehr gut unterwegs. Die Leute nutzen unsere Fördermaßnahmen. Ein Thema, das wir haben, dass das Gewerbe heute nicht mehr die Sanierung kann bewältigen, aber wir sind froh, dass wir heute da die Themen können aufnehmen und die Leute sind bewusst, sie wollen weg von den fossilen Energien und wollen in alternativen Energien umsatteln. Ja, sehr schön. Also bei euch kriegt man auch Geld dafür und wie sieht es bei euch aus in Glarus? Auch bei uns ist so, der Energiefonds, den wir haben und den die Landsgemeinde, das Volk, die Bevölkerung, vor einem Monat deutlich aufgestockt hat, massiv aufgestockt hat, mehr als die Regierung eigentlich beantragt hat, ist in erster Linie dazu da, um Heizungsersatz zu unterstützen, sprich weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energien. Und auch bei uns ist die Nachfrage, das sieht man an Baugesuchen, enorm hoch. Und auch bei uns ist im Moment der Engpass dann effektiv bei der Installation und nicht beim Fördergeld. Ja, sehr schön. Das ist doch super. Das geht also vorwärts, dass wir wegkommen von diesen Erdölheizungen. Wie sieht es jetzt aus mit der Solarenergie? Wir müssen ja einen riesen Zubau schaffen hier in der Schweiz mit Solarzellen auf jedes Hausdach. Wie sieht das bei euch aus, Susanne? Kann man das beantragen, etwas Unterstützung bei euch? Ja, also wir sind da sehr gut unterwegs. Wir machen da mit der Energieagentur zusammen, haben wir in jeden Regionen des Kantons St. Gallen so Förderprogramme. Mhm. Da bekommt man ein Package und da muss man sich um gar nichts mehr kümmern. Man hat einen Fixpreis und das läuft sehr gut. Mhm. Letztes Jahr war die Regierung Fürstenland dabei und da sind wir sehr dankbar. Aber es ist so, es gibt einzelne Gemeinden, die sehr hohe finanzielle Anreize haben, betreffend Solaranlagen. Meine Heimatgemeinde, die Stadt Biel zum Beispiel, aber dann auch die Bundesgelder selbstverständlich. Der Kanton direkt fördert bei Solaranlagen nicht finanziell. Ja, also je nach Gemeinde kriegt man Zuschüsse und vom Bund sowieso, sagst du. Genau. Und wie ist das bei euch, Sandro, im Kanton Schwyz? Ja, bei uns im Kanton Schwyz ist es so, wir haben ein neues Energiegesetz in Kraft gesetzt, ab 1. Mai, mit Übergangsfrist 1. August. Und dann ist eine Pflicht bei Neubauten, dass man eine PV-Anlage auf das Dach montieren muss. Das heißt, PV-Anlage für Strom zu produzieren. Selbstverständlich unterstützt auch der Kanton Schwyz thermische Solaranlagen, also Anlagen, die wir für Wärme- und Warmwasserunterstützung machen können. Und da sehen wir heute eben, dass die Leute mehr auf PV-Anlagen tendieren. Sie wollen Strom produzieren und gleichzeitig durch das ihre alternativen Energien so zu unterstützen können. Oder? Aber es läuft sehr gut und die Leute sind motiviert und sie wollen im Bereich Umweltenergie investieren. Ja, sehr schön. Und bei euch, Caspar, Kanton Glarus? Ich nehme das Wort auf die Leute und ich glaube, das ist entscheidend. Die Leute sind motiviert, also ich spüre enorm Eigeninitiative, die Unterstützung Bund und so weiter, das ist auch bei uns so. Wir versuchen es auch auszuweiten, Wärmeverbund oder Projekte, die in die Zukunft weisen. Carbon Capture and Storage ist ein großes Thema bei unserer Kernverbrennungsanlage in Niederurnen. Wenn wir das schaffen, um den CO2-Ausstoß zu schnappen, ist ein Riesenschritt und auch das können wir mit unseren Energiegeldern teilweise unterstützen, also auch neue innovative Projekte können davon profitieren. Es geht sogar noch weiter als
Ja. Nur so lange. Ja, sehr schön. Super, da läuft was bei euch in den Kantonen. Letzte Frage noch, wie sieht es aus? Die Mobilität muss ja auch weg vom Erdöl. Susanne, fördert ihr die Elektromobilität oder die Fahrräder oder den ÖV, ÖV-Tickets oder so? Wie sieht das bei euch aus? Wir fördern auch viele Programme. Wir haben das Energiekonzept, welches spezifisch auch Innovationen fördert oder eben Veloprogramme, Mobility-Management und alles. Aber wir haben hier auch jetzt seit Beginn des Jahres Unterstützung für Elektroladestationen in bestehenden Mehrfamilienhäusern. Aha. Also diese wirklich subventionieren, da wollen wir einen Schritt vorwärts gehen. Die Regierung wollte auch eine Pflicht machen im Planungs- und Baugesetz, dass neu zu bauende Mehrfamilienhäuser über Grundanlagen verfügen, über Leerrohre wenigstens. Aber in der ersten Lesung des Kantonsrats wurde dieses leider abgelehnt und ich gehe auch nicht davon aus, in der zweiten Lesung, dass wir da Erfolg haben werden. Leider. Aber abschließend hat das Kantonsparlament das letzte Wort und nicht ich. Ja, genau. Vielen Dank. Und Sandro, bei euch, Kanton Schweiz? Ja, bei Kanton Schweiz ist die Elektromobilität auf dem Vormarsch. Die Fördergelder sind vom Kantonsrat nicht bewilligt worden. Es war dreimal ein Vorstoß bei uns im Kanton Schweiz und da wurde ein bisschen auf die Kostenbremse getreten. Aber ich darf sagen, dass die Elektrounternehmer im Kanton Schweiz sehr großzügig sind. Die fördern die Elektromobilität. Was wir vom Kanton machen, wir haben jetzt im Raum Innerschweiz fördern wir quasi Elektromobilität bei den Bussen, also der ÖV. Es wird eine Teststrecke gemacht im inneren Kantonsteil, wo der Kanton sich da beteiligt. Ich glaube auch die Ladestationen für die Elektromobilität im Bike-Bereich, da sind die EVU sehr gut unterwegs. Da machen wir Partnerschaften mit Gasstationen in den Bergen und so weiter. Da werden viele Elektro-Ladestationen montiert, dass man mit Muskelkraft und elektrischer Energie den Bergen kann genießen. Sehr schön. Super. Und bei euch? In Glarus. Da muss ich dich früh enttäuschen. Bis dato sehr wenig, aber ich habe es erwähnt. Wir haben von der Landsgemeinde sehr viel mehr Mittel erhalten und da ist die Möglichkeit für Förderung der Mobilität enthalten. Aber Achtung, ich bin da noch nicht schlüssig, was wir tun wollen, weil ich empfinde, das ist überhaupt nicht belegt, aber ich empfinde, dass die Elektromobilität im Moment sowieso auf dem Vormarsch ist. Und je nach Entwicklung stellt sich die Frage, wo können wir da wirklich noch Anreize schaffen, wo können wir da mehr Leute bewegen, wenn wir sehr genau anschauen, wir sind jetzt dran an der Verordnung, aber Ladestationen müssen da sein, Förderung bei Mehrfamilienhäusern für Ladestationen und könnte ein indirektes Thema sein. Die Mobilität ist auf der Traktandenliste, müssen wir auch noch anschauen, bis dato leider nein. Wir fahren bei uns im Kanton Glarus mit Bus und Kraft auf die Berge, also das braucht es bei uns nicht. Genau, die Schweiz ist da etwas gemütlicher. Sehr gut, sehr schön, war super mit euch zu sprechen. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein im Solar Butterfly. Und ich wünsche euch toi, 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 viel Energie. Ich habe gemerkt, ihr seid alle drei sehr engagiert in diesem Gebiet. Ich merke, ihr könnt nicht alles durchsetzen, was ihr gerne möchtet, aber ich wünsche euch viel Energie, dass es euch trotzdem gelingt, eure Wünsche, eure Pläne und Visionen umzusetzen in eurem Kanton. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke dir auch. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das wäre es gewesen heute aus dieser großen Runde mit den drei Regierungsrätinnen und Regierungsräten hier aus dem Solar Butterfly in Galgen im Kanton Schweiz. Und morgen meldet mit uns wieder. Wir sind bei Susanne Hartmann. Wir freuen uns darauf, dich, Susanne, morgen wieder zu sehen. Es gibt ein Schulevent und wieder ein Interview auch mit dir, speziell fokussiert auf den Kanton St. Gallen. Dann sehen wir uns, liebe Zuschauer und Zuschauer. Bleiben Sie dran. Hashtag MeetLarso. So wie immer können Sie uns verfolgen. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss. Thank you.